Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal. Heute geht es um Editing-Tipps und Tricks. Und zwar vor allem, wenn ihr lange Interviews und lange Dokumentationen schneiden und bearbeiten müsst. Ich zeige euch meine Lieblingstricks, mit denen sich sehr schnell und effektiv arbeiten lässt. Als Beispiel haben wir uns ein Streaming rausgesucht. Das ist über eine Stunde Laufzeit mit Steve Garrett und Band. Hier ist das Programmsignal. Ziel ist es, daraus jetzt einen kleinen Trailer mit Highlights zu schneiden. Tipp Nummer 1, Select und Final Bins. Ich arbeite immer mit mindestens zwei verschiedenen Sequenzen. In dem Fall habe ich sie genannt Select für Selektion und Final für die finale Auswahl. Beide Sequenzen sind leer. In die Sequenz Nummer 1 ziehe ich jetzt den kompletten Clip rein in der ganzen Länge. Und jetzt geht es darum, sich relativ schnell in der Timeline orientieren zu können, wo welcher Song anfängt oder wo welche Highlights sind, die ich gerne verwenden will. Dann fahre ich jetzt mal hier auf den Übergang, kurz bevor die Blende beginnt, und setze mir hier einen Marker. Dazu drücke ich die Taste M. Dann kann ich jetzt entweder einen Doppelklick drauf ausführen oder ich drücke nochmal die Taste M und habe dann die Möglichkeit, das Ganze zu beschriften. Jetzt benennen wir den mal Song 1. Der hieß, du bist mein Mann, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt sitzt diese Marke. Anhand der Audio-Waveform kann man hier schon relativ gut erkennen, was ist Musik und was ist Moderation. Also fahren wir mal ans Ende. Setzen einen neuen Marker. Nennen das Ganze Mod 1. Hier geht der zweite Song los. Auch hier setze ich einen Marker. Song Nummer 2. Und habe jetzt schon die Möglichkeit, relativ schnell in der Timeline hin und her zu springen und mich zu orientieren. Wenn ich jetzt den ersten Song zum Beispiel rausschneiden möchte, springe ich auf die erste Marke, setze ein Edit, fahre aufs Ende, setze ein erneutes Edit und kopiere mir dieses Stückchen. Dann gehe ich in die neue Sequenz Final und füge das ein. Leider kann durch diese Marker, wie ihr hier auch sehen könnt, keine Längeninformation gemacht werden, aber es gibt einen Trick. Haltet die Option-Taste gedrückt und klickt auf den Marker. Dann könnt ihr den in die Länge ziehen. Und damit können wir jetzt schon mal grob den Song markieren. Es gibt mir schon mal eine wesentlich bessere Orientierung als ein punktueller Marker. Aber auch das ist noch nicht ganz das, was ich gerne möchte. Ich zeige euch deswegen Tipp Nummer 3 und das sind die Adjustment Clips. Wir löschen hier mal die kompletten Marker. Ich schalte mal Dual Screen auf Off. Dann gehen wir in die Toolbox unter Effects und holen uns einen Adjustment Clip. Den schmeißen wir in die Timeline. Wir markieren uns das Stück, was wir gerne hätten. Bis hierhin. Wunderbar. Jetzt klicken wir den Adjustment Clip an und blenden uns den Inspektor an. Und dann gehen wir auf den Bereich File. Und dann kann ich hier drin den Namen eingeben. Und ich habe ein Label erzeugt, was quasi über der kompletten Sequenz hängt. Selbst wenn ich die Videospur kleiner mache, sehe ich den wunderbar. Die Adjustment Clips kann ich entweder kopieren oder mit gedrückter Alt-Taste auf eine neue Position ziehen. Dann markiere ich mir meine Moderation. Wähle es wieder an und im File-Menü kann ich ihm den Namen geben. Wunderbar. Und jetzt habe ich eine wesentlich bessere Orientierung als mit einem Marker. Ich springe auf den Anfang, setze ein Edit, springe aufs Ende, setze einen erneuten Edit, wähle mir alle drei Spuren an, inklusive Adjustment Clips, und setze ihn in meine Timeline. Und ich sehe immer sofort, wo bin ich, in welchem Bereich bin ich. Das macht es für mich sehr viel einfacher, wenn ich zum Beispiel Songreihenfolgen später verschieben möchte im Trailer. Tipp Nummer 4, doppelte Playback-Geschwindigkeit. Machen wir hier wieder den Inspektor weg. Ich kann mir das Konzert jetzt natürlich ganz normal anhören, so wie jeder das kennt, mit der L-Taste. Dann läuft das Ganze natürlich in Echtzeit
Oder aber ich tippe zweimal kurz hintereinander auf die L-Taste und habe das Ganze dann in der doppelten Geschwindigkeit. Bei Musik macht das jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber wenn wir jetzt mal sagen, wir haben ein Interview von 1,5 Stunden Länge und ich möchte einfach grob wissen, was passiert an welcher Stelle wo, dann reicht mir das für die Sprachinformation völlig aus, wenn ich das in doppelter Geschwindigkeit laufen lasse. Und das spart tatsächlich verdammt viel Zeit. Kommen wir zu meinem letzten Tipp. Das ist die sogenannte Burger Timeline. Und das war ein Feature, wofür ich Adobe Premiere geliebt habe. Mittlerweile kann man das aber auch schon seit längerem in DaVinci Resolve machen. Und ich möchte euch das einfach mal schnell zeigen. Wir schließen unsere Final Session. Gehen auf die rechte Seite und haben hier ein Symbol, wie man eine weitere Timeline hinzufügen kann. Und zwar wird die unterhalb hinzugefügt. Dann wählen wir die an und wählen hier wieder unsere Final Timeline aus. Jetzt machen wir uns mal ein bisschen Platz. Jetzt optimieren wir mal ein bisschen den Bildschirm. Die Audiospur brauchen wir hier nicht so groß. Hier das gleiche in grün. Und jetzt habe ich den großen Vorteil, ich kann Elemente markieren, muss sie nicht kopieren und kann sie innerhalb der Timeline hin und her schieben. Ich mache hier einfach mal ein paar Cuts, damit man das auf die Schnelle sehen kann. Ihr müsst euch einfach vorstellen, wir haben die jetzt in der beschriebenen Methode selektiert. Und jetzt anwählen, rüberziehen, fertig. Anwählen, rüberziehen, fertig. Ich kenne keine andere Möglichkeit, in DaVinci Resolve so schnell Interviews zum Beispiel zusammenzuschneiden. Das ist mein absoluter Power-Tipp, Burger Timeline, wie ich das immer nenne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis bald, wir sehen uns.